Wie motiviert man Auszubildende nachhaltig zu Höchstleistungen und bringt sie dazu, über sich hinauszuwachsen? Die Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH aus Tübingen hat darauf eine Antwort gefunden. Sie stellte 2012 ein freiwilliges Azubi-Team zusammen und meldete dies beim traditionsreichen Pedal Car Grand Prix in Ringwood, England an. Eine Art modernes Seifenkistenrennen. Die Aufgabe: Konstruktion und Bau eines Wettkampfgefährts in wenigen Wochen. Mit ganzem Einsatz wurde in England gefightet und ein passables Ergebnis erzielt. Viel wichtiger waren jedoch die gesamten Lerneffekte für die künftigen Industriemechaniker. Für unsere Auszubildende war das ausgesprochen interessant. Wettbewerbsanalyse, Konstruktion, Marketing im Endeffekt, wie verkaufe ich mich in England, Produktion, Einkauf, das gesamte Spektrum eines Unternehmens entsprechend abbilden zu können mit eigener Budgetierung der Kosten. In diesem Jahr wird ein weiteres Azubi-Team am Wettbewerb teilnehmen, den man auch in Deutschland etablieren will. Momentan interessieren sich einige Unternehmen in Deutschland dafür, ein Verlag ebenfalls. Eine Ähnlichkeit mit dem Pedal Car in Großbritannien nach Deutschland zu portieren mit deutschen Unternehmen, mit deutschen Auszubildenden, weil einfach der Anspruch, der Lernerfolg auch gleichzeitig hier mit den Jugendlichen vermittelt wird. Die Leipziger Messe verleiht den Intec Nachwuchspreis 2013 an die Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH aus Tübingen.